Servus und hallo liebe Freundinnen und Freunde von Gartenschlau.com. Worauf muss ich beim Gießen von Orchideen denn alles achten? Wie ihr aus meinen anderen Beiträgen wisst, habe ich jetzt zu Hause nicht nur Phalaenopsis, sondern auch andere Orchideenarten und Gattungen und kann euch von daher auch schon mehr berichten in Bezug auf, worauf man achten muss bei dieser einen Sorte, bei der anderen Sorte und natürlich auch bei der Kulturform. Es gibt ja nicht nur Orchideen, die, sag ich mal, hier im Topf wachsen, sondern es gibt ja auch Orchideen, die wachsen auf einer Unterlage, aufgebunden, und das wiederum benötigt dann auch wieder andere Bedingungen als jetzt die oder jene Methode, die jetzt auch abhängig ist davon, was für ein Substrat man nutzt. Von daher, lange Rede, kurzer Sinn, beginnen wir doch am besten mit einer Phragmipedium. Eine Phragmipedium bzw. eine Frauenschuh-Orchidee ist ja eine Orchidee, die terrestrisch wächst, also im Gegensatz zu einer Orchidee, die epiphytisch, wie hier diese Schilochista lunifera Red Devil, auf einer Unterlage gewachsen ist, die jetzt auch praktisch nur aus Wurzeln besteht und jetzt mittlerweile den zweiten Blütentrieb, dritten Blütentrieb bildet, wie ich jetzt hier erkennen kann. Nein, so eine Phragmipedium wächst terrestrisch und braucht dementsprechend auch eine höhere Bodenfeuchtigkeit. Sie wächst auch in der Regel in der Nähe von Bächen oder wo eben der Boden relativ feucht ist. Diese Phragmipedium habe ich vor, glaube ich, 1,5 bis 2 Jahren erhalten als Jungpflanze. Da war sie noch deutlich kleiner. Da war dann dieses Schilf hier deutlich kürzer, ungefähr so, wie ich es jetzt gerade da versucht habe darzustellen. Die Pflanze ist mittlerweile blühfähig, sollte also auch in den nächsten Wochen und Monaten auch mal einen Blütentrieb hervorbringen. Steht momentan in Kokos Husks, also nicht in dieser Kokoserde, wie ihr das kennt, sondern das ist kleingehäckselte Kokosschale, da wo die Fasern enthalten sind, aber eben nicht zu klein. Das ist, wie man an der Pflanze erkennen kann, ein sehr gutes Substrat. Die Pflanze hat sich sehr gut entwickelt. Und hier, die Pflanze muss regelmäßig gegossen werden, sollte nicht austrocknen. Das ist sehr, sehr wichtig, gerade bei Phragmipedium. Bevor ich dann auf die weiteren Gießmethoden komme, gehe ich gleich zur nächsten Pflanze über. Dazu nehme ich am besten eine Phalaenopsis. Phalaenopsis ist die Orchidee, die wohl bei euch am gängigsten anzutreffen sein wird. Es ist auch eine wunderschöne Orchidee, gar keine Frage. Man bekommt mittlerweile so viele tolle, faszinierende Hybriden, die wunderschöne Blüten ausgebildet haben und auch super pflegeleicht sind. Aber die pflegeleichteste Orchidee ist bei falscher Pflege auch entsprechend kaputt zu bekommen. Und man hört auch immer wieder, wenn man, sag ich mal, ganz frisch in diesem Bereich ist und man hat ja euch Orchidee gekauft und fragt die Nachbarin, die am Fenster nur blühende Orchideen hat, wie machst du das? Dann hört man meistens, ach, ich nehme da ein Schnapsgläschen, das gieße ich dann so in die Pflanze, das reicht. Vom Prinzip ist das Wasservolumen von diesem Schnapsgläschen wahrscheinlich, wenn man das regelmäßig einmal in der Woche gibt, völlig ausreichend. Allerdings, und da kommt das ganz, ganz große Aber, wenn man jetzt so ein Schnapsglas nimmt und man gießt das in diesen Topf, oder man nimmt so eine kleine Gießkanne und macht da so einen Schluck rein, dann verteilt sich das Wasser ja nicht im gesamten Topf. Bedeutet, das fließt hier in einem bestimmten Bereich rein, durch, ist weg. So, das bedeutet, von diesem Schnapsglas bekommt diese Pflanze ganz, ganz wenig ab. Bedeutet aber auch wiederum, wahrscheinlich steht die Pflanze so am Fenster und immer wieder kriegt sie an der gleichen Stelle die gleiche Menge Schnapsglas. Bedeutet, hier ist das Substrat nass, hier ist das Substrat trocken. Die Pflanzen sind ja auch nicht doof, die wurzeln ja auch in diese Richtung. Aber man will ja als Ziel haben, dass die Pflanze das gesamte Wurzelvolumen erreichen kann, was in diesem Topf möglich ist. Von daher bietet sich das an und für sich an, dass man die Methode des Tauchens nimmt. Das heißt, man nimmt einen Eimer, füllt ihn mit Wasser, kann das Wasser entsprechend auch schon aufdüngen. Im Idealfall nimmt man Regenwasser. Wenn man diese Möglichkeit nicht hat, dann nimmt man eben Leitungswasser. Meistens ist das Leitungswasser gar nicht so schlecht. Und die modernen Phalaenopsis-Hybriden, man muss das so bezeichnen, die sind ja in diese Richtung gezüchtet worden, dass nämlich der Hobbygärtner zu Hause viel, viel Freude an der Orchidee hat und sie möglichst lange bei nicht idealen Bedingungen trotzdem noch überleben und blühen kann. Die halten in der Regel das kalkhaltige Wasser, was es teilweise in
bestimmten Regionen gibt, locker aus. Die Wurzeln werden oben zwar anfangen auch zu verkrusten und zu versalzen, was eben eine Wirkung ist von einem kalkhaltigen Wasser oder eben von einem Wasser, was schon einen gewissen Nährstoffanteil hat, wo dann nochmal Dünger reinkommt und das dann im Prinzip zu viel ist. Im Idealfall nimmt man, wie gesagt, so einen Eimer Wasser, füllt ihn mit Regenwasser, sollte nicht kaltes Wasser sein, also jetzt hier im Winter kurz ein bisschen Schnee auflösen und das dann so eiskalt die Orchidee reinmachen, wäre tödlich für die Pflanze. Und taucht die Pflanze unter. Wichtig dabei ist, dass wenn man die Pflanze untertaucht, dass man das so lange macht, bis keine Luft mehr aus dem Topf herauskommt. Wenn das dann der Fall gewesen ist, dass wirklich komplett Wasser im Topf ist, nimmt man die Pflanze raus, stellt sie an einen Platz, wo das Wasser noch für ein paar Minuten abtropfen kann, bevor sie dann in den Übertopf kommt. Das Problem ist nämlich, viele denken dann gar nicht daran, wenn dann schon zum Beispiel Wasser im Übertopf drin ist, muss man das natürlich wegschütten. Und wenn die Pflanze, nachdem sie dann abgetropft ist, wieder in den Übertopf kommt, sollte gewährleistet sein, dass der Bereich hier unten immer noch, dass da immer noch Luft zirkulieren kann. Bedeutet auch wiederum für den Übertopf, der muss so dimensioniert sein, dass er nicht direkt mit dem Topf abschließt. Ich weiß aus Erfahrung vieler Jahre, wo Orchideen verkauft wurden im Verkauf, die Kunden wollen Töpfe, die möglichst schmal abschließen, dass das ja nicht wackelt und super schön ausschaut, aber das ist für die Pflanze nicht ideal. Das könnt ihr vielleicht einmalig, wenn ihr was verschenkt, schön einpacken, weg, Pflanze schenken, viel Erfolg, tschüss. Dann okay, wenn es kurzfristig ist, aber langfristig wird das nichts. Der Wurzelraum braucht eine Luftzirkulation. Das ist sehr, sehr wichtig. Natürlich könnte man, und da bin ich dann jetzt zwar schon bei der nächsten Orchidee, auch so ein Gittertöpfchen nehmen, in das man die Orchidee hineinsetzt. Dann ist die Luftzirkulation selbst in so einem Übertopf relativ gut. Sollte dann auch nicht direkt mit dem Topf abschließen, weil dann bringt es auch wieder nichts. Aber Luft ist im Wurzelraum sehr, sehr wichtig. Deswegen ist das auch wichtig, dass die Pflanze nicht zu nass steht. Denn Wasser schließt alles ziemlich direkt ab, auch wenn Wasser eine Verbindung mit Wasserstoff ist. Auch wenn Wasser eine Verbindung mit Sauerstoff ist, H2O, dann bedeutet das noch lange nicht, dass wenn eine Wurzel direkt unter Wasser ist, dass sie dann entsprechend atmen kann. Es gibt Phalaenopsis, die direkt in oder Orchideen, die man direkt in Wasser kultiviert. Das ist aber ein längerer Prozess, wo sich die Pflanze, die Wurzel der Pflanze über einen längeren Zeitraum an dieses dauernasse Milieu anpassen konnte. Man kann die Pflanze durchaus in einem sehr nassen Substrat halten, aber wiederum in diesem Semi-Hydro ist das so, dass nur das Substrat oberflächlich leicht feucht ist und zwischen dem Substrat ist Luft vorhanden. Dann kann das funktionieren, wenn wirklich permanent Wasser vorhanden ist, wird das nichts. Das ist auch übrigens der Gag bei Hydrokultur, dass das Substrat eigentlich nur leicht feucht ist und nicht nass. Und deswegen funktioniert das bei den Pflanzen. Genau, also in den Eimer tauchen, abtropfen lassen, hinstellen. Woher weiß ich dann aber, wann ich eine Orchidee gießen muss? Jetzt haben natürlich solche Phalaenopsis-Orchideen alleine schon, weil in der Gärtnerei das viel einfacher ist, man die Pflanze angucken kann, wie schaut es mit der Wurzel aus, sind Schädlinge drin, fault die Wurzel, ist die Wurzel noch nass? Aha, da kann man reinschauen, ob die Wurzel noch nass ist. Sobald die Wurzeln noch richtig schön grün ausschauen, bedeutet das, die Wurzel ist noch feucht. Jetzt habe ich zum Glück noch eine zweite Phalaenopsis, wo die Wurzel mittlerweile schon abgetrocknet ist. Und hier seht ihr, die Wurzel wird schon langsam silbrig. Das ist ein Hinweis darauf. Ich hebe jetzt noch die andere Pflanze als Vergleich daneben. Man sieht, der eine Topf ist deutlich silbriger, der andere ist noch grün. Hier ist noch genug Wasser drin. Hier wird es so langsam soweit sein, dass man die Pflanze gießen muss oder gießen sollte. Man sieht das auch hier oben, die Wurzeln sind silbrig, bedeutet, die äußere Hülle ist schon abgetrocknet. Jetzt kann man noch ein, zwei Tage warten und dann wäre es an sich der richtige Zeitpunkt zum Gießen. Wie lange sollte man warten, bevor der nächste Gießzyklus kommt? Im Winter braucht ein Topf deutlich länger, bis er durchgetrocknet ist, als im Sommer, wo die Luftfeuchtigkeit generell auch einmal niedriger ist durch die hohen Temperaturen. Bedeutet, im Sommer muss man auf jeden Fall öfters gießen als im Winter. Ich kann euch jetzt allerdings nicht pauschal sagen, wie das bei euch in der Wohnung ist. Selbst von Wohnung zu Wohnung zu Wohnung ist das Wohnungsklima, Wohnraumklima komplett anders. Der eine hat eine sehr niedrige Luftfeuchtigkeit, der andere hat eine sehr hohe Luftfeuchtigkeit. Bedeutet, bei dem einen mit der hohen Luftfeuchtigkeit braucht die Pflanze oder das Substrat deutlich länger, bis es getrocknet ist, als bei jemand, wo die Luftfeuchtigkeit sehr gering ist.
da trocknet die Pflanze sehr viel schneller aus. Bedeutet, der eine mit der niedrigen Luftfeuchtigkeit muss öfters gießen als der mit der hohen Luftfeuchtigkeit. Bei demjenigen, wo in der Wohnung hohe Temperaturen sind und das Pflanzenwachstum dadurch angeregt wird, der muss dann wiederum auch öfters gießen als bei jemand, wo es deutlich kühler ist. Gerade bei solchen Pflanzen wie Cattleya, Laea, wenn da das Substrat zu lange zu feucht ist und die Temperaturen zu niedrig sind, dann passiert das sehr, sehr häufig, dass der Neutrieb schwarz wird und abstirbt. Und das sollte man vermeiden. Sprich, wenn man eine Cattleya oder Laea kühl kultiviert, sollte das Substrat auch relativ trocken sein. Das liegt auch daran, weil viele Cattleya-Arten, jetzt bin ich auch schon bei der nächsten Kultur bzw. bei der nächsten Orchideengattung und bei der nächsten Methode, wie man gießt, gerade wenn eine Orchidee in der Ruhephase ist, das ist jetzt die nicht, weil die macht einen Neutrieb, aber gerade wenn sie in einer Ruhephase ist, wie es zum Beispiel auch bei Dendrobien der Fall ist, dann muss man mit dem Gießen aufhören. So ganz, ganz minimal, das Substrat sollte nicht staubtrocken sein. Man kann ruhig immer ein bisschen nachsprühen, dass die Pflanze dann auch keinen Schaden nimmt. Aber es sollte nicht so nass gegossen werden, wie es in der Wachstumsphase ist. Das ist sehr wichtig. Und wenn wenig gegossen wird, stellt man die Pflanze deutlich kühler. Das ist schon mal dieser eine Punkt. Kann natürlich auch daran liegen, wenn die Pflanze nicht genug Licht bekommt, dass sie darunter auch leidet. Wenn wir jetzt die nächste Pflanze nehmen, ihr kennt zum Beispiel Vandeen. Das hier ist eine sehr große Pflanze, das ist eine etwas kleinere Pflanze, das ist eine Naturform, das ist eine Hybride. Die hier befindet sich in einem Topf mit viel Substrat. Da hat sich die Pflanze schon sehr gut eingewurzelt. Diese Wurzel hier unten, die in den Topf wächst, auch die andere sind, die sind vital. Nichtsdestotrotz hat sie zwei Luftwurzeln ausgebildet. Das ist gerade bei diesen Orchideen, die sehr, sehr luftig wachsen wollen und dennoch eine sehr hohe Luftfeuchtigkeit benötigen, eigentlich ein ganz normaler Prozess. Da muss man sich nicht wundern, aber die Pflanzen haben sich ja sehr gut entwickelt. Ihr kennt die Pflanzen ja, wenn sie in diesen großen Vasen wachsen. Man kann sie auch, wie ihr seht, in einfach einen großen, zum Beispiel Rosentopf oder Palmentopf stellen und sie dort weiter kultivieren. Dass es der Pflanze gut geht, erkennt man einmal daran, dass hier oben der Spross schön weiter wächst. Ihr kennt die Orchidee aus dem Video, wo ich euch gesagt habe, es wird demnächst mehr über Vandeen geben. Diese Pflanze hat seitdem hier oben schön die 1, 2, 3, 4, 5 Blätter ausgebildet und treibt jetzt hier gerade ein neues Blatt, während das hier noch an der Entwicklung ist. Das heißt, der Pflanze geht es an sich gut. Die muss regelmäßig eingesprüht werden. Und reicht auch aus, wenn man das einfach in den Topf gießt. Hier ist nicht viel Substrat drin, da ist bloß ein bisschen Rinde mit reingeworfen, dass ein bisschen Feuchtigkeit übrig bleibt, dass dann ein bisschen aufsteigen kann. Aber die Pflanze wächst und fühlt sich entsprechend wohl. Das ist eigentlich ganz gut und funktioniert bei Vandeen entweder in diesem Glasgefäß oder aber hier in solchen Töpfen. Wie man das zu Hause machen möchte, das muss man natürlich selber entscheiden. Das bleibt jedem selbst überlassen. So, was habe ich denn noch? Odontoglossum habe ich euch schon erklärt. Das ist eigentlich eine ganz einfache Kultur. Die steht auch in Rindensubstrat. Rindensubstrat hält jetzt nicht so wahnsinnig viel Wasser. Das fängt erst an, Wasser zu halten. Wenn es sich anfängt zu zersetzen, dann wird das so richtig so schwammig. Ab da sollte dann umgetopft werden auf jeden Fall. Dann, ich habe es ja schon gezeigt, hier diese Bulbophyllum befindet sich hier in diesem Gitterkörbchen, hat, seit ich sie habe, sich auch schon so ziemlich verdoppelt, hat jetzt auch sehr viele Neutriebe, wird regelmäßig gegossen. Ich stelle dieses Gitterkörbchen einfach in eine Schale mit Wasser, das zieht sich dann auf, die Pflanze fühlt sich dann wohl, hin und wieder sprühe ich darüber. Das passiert mindestens 2 bis 3 Mal in der Woche und dann fühlt sie sich ganz gut. Sie wird jetzt auch in den nächsten Tagen Blüten ausbilden und das ist eigentlich ein ganz gutes Zeichen, dass es der Pflanze gut geht, vor allem auch ein gutes Zeichen, dass sie sehr viele Neutriebe ausbildet. Dann gibt es eine Kulturform, die habe ich schon angedeutet, das sind die aufgebundenen Orchideen, die dann wirklich naturnah wachsen, indem sie auf einer Unterlage wachsen, so wie das in der Natur ist. Hier ist mein Bulbophyllum lepidum, das auch einen schönen Blütentrieb, vielleicht erkennt man es, ausbildet. Und hier ist die Chilochista. Diese Pflanzen müssen regelmäßig eingesprüht werden. Je nachdem, was es für eine Orchideenart ist, kann es auch eine Art sein, die muss dauerfeucht sein. Das heißt nicht dauernass, dass man sie dauerhaft unter den Wasserhahn hält, sondern regelmäßig einsprühen bedeutet, sie muss
zwischendurch kurz austrocknen dürfen und dann wieder Wasser bekommen. Und dann entwickelt sie sich ganz gut. Gerade bei auf solchen Unterlagen, die sind ja sehr von Luft umgeben, trocknen diese natürlich sehr, sehr schnell ab. Deswegen ist es logisch, dass man sehr stark sprühen muss. Und um nochmal auf die Arten, die sehr feucht stehen wollen, einzugehen. Es gibt Orchideen, die brauchen es dauerfeucht. Da macht man eine Unterlage mit Torfmoos zum Beispiel hin. Und dann müssen diese wirklich jeden Tag ein- bis zweimal eingesprüht werden. Und das sind dann die Orchideen, die dann wirklich für diejenigen sind, die sehr, sehr viel Zeit haben, um sich um diese Pflanzen zu kümmern. Oder die dann zum Beispiel ein Terrarium haben, wo die Orchidee drin ist und eventuell auch automatisch eingesprüht oder eingenebelt wird, so dass man sich die Arbeit spart und die Pflanze sich entsprechend wohlfühlt. Gerade bei Bulbophyllum ist das allerdings so, die kann man ruhig aufgebunden kultivieren. Das geht relativ einfach und die können auch kurz etwas trockener wachsen. Muss man halt regelmäßig einsprühen. Alle ein bis zwei Tage mache ich das bei meinen Orchideen und bisher fangen sie zumindest nicht an zu meckern. Welche Orchidee auch nicht immer meckert, ist hier dieses Dendrobium platycaulon. Interessanterweise ist das eine Orchidee, die macht jetzt nicht wirklich viele Blüten, hat jetzt auch noch nicht so viele Neutriebe gemacht. Nichtsdestotrotz, sie bringt regelmäßig immer sehr, sehr viele Blüten und das, obwohl sie relativ mager gehalten wird. Das war ein kleiner Sprung an die andere Seite. Es gibt auch sowas wie Sophronitis brevipenduculata. Die wächst jetzt hier interessanterweise auf solchen Holzstückchen, die so fächerartig aufgereiht worden sind, auf einer leichten Moosunterlage und entwickelt sich hier auch ganz gut. Hängt bei mir hier direkt unter der Beleuchtung und da kann man sagen, auch aufgebundene Orchideen haben ihre Attraktivität. Genauso hier die Sophronitis cernua, die hier mittlerweile neue Wurzeln ausbildet. Da muss man dann natürlich dazu sagen, ich hänge die mal ganz kurz wieder zurück. Wenn ihr eine Orchidee aufgebunden kauft und nicht so regelmäßig einsprüht, dann besteht die Wahrscheinlichkeit, dass die alten Wurzeln, was jetzt hier nicht der Fall ist, weil die sind nur schön dick und prall, sich früher oder später verabschieden und dann bilden sich neue Wurzeln. Die neuen Wurzeln sind dann meistens etwas dicker. Wenn die Pflanzen trockener gehalten werden, kommen dann dickere Wurzeln, die dann auch wieder ein höheres Speichervolumen haben für die Feuchtigkeit. Und diese Pflanze hat sich auch mittlerweile sehr gut etabliert und wächst aufgebunden super. Hier ist auch nochmal eine neue Wurzel, die sich bildet. Die hier ist super einfach zu erkennen und der Pflanze geht es pudelwohl. Sprich, regelmäßig einsprühen. Muss jetzt nicht jeden Tag sein. Alle zwei bis drei Tage würde in dem Fall ausreichen. Mehr mache ich da zumeist auch nicht. Dann kommen wir noch zu ein paar Besonderheiten. Die haben sich hier hinten versteckt. Das ist zum Beispiel die Vanilla planifolia, die Variegata mit den panaschierten Blättern. Diese Vanille-Orchidee kann in normaler Blumenerde kultiviert werden. Das gilt zum Beispiel auch für Cymbidium. Cymbidium kann in normaler Blumenerde kultiviert werden. Ein Teil von Sobralia-Arten geht auch, wobei manche Arten wollen dann doch wieder mehr Luft am Substrat. Da nimmt man dann eine Mischung aus einem, ja, Kokossubstrat zum Beispiel mit einem höheren Anteil an Perliten oder eben auch mit Pinienrinde, sodass das Substrat locker und atmungsfähiger ist als normal und dann kann die Pflanze trotzdem in einem relativ feuchten, dickeren Substrat, sage ich mal, wachsen. Hier bei Vanilla planifolia, die kann in normaler Blumenerde stehen, steht hier aus einer Mischung aus Blumenerde und Kokossubstrat, hat sich jetzt hier ganz gut gemacht. Das waren ursprünglich kleine Stecklinge. Ich habe 5 Stecklinge reingesteckt. Mittlerweile sind die ganz gut gewachsen. Da das eine rankende Orchidee ist, ist natürlich eine Rankhilfe absolut empfehlenswert. Oder man macht sie in einen Ampeltopf, wo sie dann herunterwachsen kann. Wenn ihr irgendwo in einem Geschäft so eine Orchidee kauft, in dieser Größe, wo drauf steht blühfähig, würde ich zweifeln, die Pflanze braucht noch einiges an Zeit, um überhaupt so weit zu kommen. Das war so viel zum Thema, wie man Orchideen richtig gießt, worauf man achten sollte, wie ich das mache. Im nächsten Video erkläre ich euch zum einen, wie man Orchideen düngt, wie man Orchideen noch weiter pflegt. Ich habe noch ein paar Orchideen, die jetzt demnächst mit anderen Blütentrieben kommen. Hier diese Chilochista lunifera Devil's Red bastelt immer noch am Blütentrieb. Da dauert das noch ein bisschen, die lässt sich hier Zeit, das ist unglaublich. Dann habe ich noch eine Laea lundi alba, die einen Blütentrieb bringt.
dann bringt meine Epidendron einen Blütentrieb. Es ist gerade so viel Richtung Frühling bei den Orchideen. Das heißt, in den nächsten Wochen wird es auf jeden Fall wieder Videos geben. Die Winterruhepause bei den Orchideen in Bezug auf das Angebot der Blüten hat sich so langsam aufgehoben. Denkt daran, den Kanal zu abonnieren, gebt einen Daumen hoch. Wenn ihr Fragen habt, stellt es runter in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal und tschüss.